Hallöchen! Willkommen zurück bei Pokémon Omega Rubin Wi-Fi Battles auf dem Sephiron-Plateau mit mir, dem Robert. Heute kämpfen wir gegen Jan. Wir haben ein weiteres Zuschauer-Battle. Ich habe mir ein komplett neues Team gemacht. Überhaupt nicht geguckt, was für ein Team, sondern einfach mal schnell eins zusammengestellt. Und das noch wichtigere. 5 der 6 Pokémon aus diesem Team habe ich noch nie verwendet. Und ich habe keine Ahnung, wie wir uns schlagen werden. Es könnte also tatsächlich sein, dass wir unser zweites Battle direkt im Anschluss verlieren. Aber ich gehe frohen Mutes einfach mal in den Kampf. Unser MVP in diesem Part wird fucking Resladero sein. Da bin ich mir sicher. Mit was leaden wir denn? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, I think I have my lead. So, wir haben powervolle Pokémon am Start. Resladero, das Wrestling-Pokémon Nummer 1. Gyarados, ein physisch-defensives Gyarados. Oh, mein Lieblings-Gyarados mit Abstand. Ich darf es heute das erste Mal verwenden und ich bin sehr gespannt, denn wir leaden direkt mit Gyarados und ich bin sehr gespannt, wie es sich schlagen wird. Das Pokémon greift physisch an. Das wirst du schon mal auswechseln müssen, außer du wirst... Das Ding hat einen Heiß-Orb oder so, ne? Das ist doch so ein ekelhaftes Set. Nichtsdestotrotz, bist du schon mal im Minus mit deinem Angriff und wechselst deswegen aus. Ich kann für einen Drachentanz gehen. Und das ist eines deiner 5 potenziellen Megas, denn dein ganzes Team könnte potenziell Mega entwickeln. Die Frage ist nur, wird das Gyarados sein? Wenn ja, dann wirst du jetzt sterben. Wird das reichen? Nope. Das wird... War das gerade echt ein Freeze? Auf meine Kosten, ja! Also auf Kosten des Gegners. Wie geil ist das denn, Leute? Das müssen wir direkt ausnutzen. Und einen weiteren Drachentanz rausbringen, denn... Dieses Pokémon wird in dieser Runde nicht angreifen und wenn, dann werden wir es überleben. So. Und da kommt sein Pokémon mit Heißorb wahrscheinlich in der... Jetzt im Ende der Runde werden wir es sehen. Nö, nicht mit Heißorb, okay. Dann gehen wir jetzt für eine Stab-Kaskade plus 2 Gyarados. Das wirst du nicht überleben. Oh. Bah! Body, bitch! Würde ich einfach mal sagen. Was machst du jetzt? Ich habe ein plus 2 Gyarados auf dem Feld, was physisch defensiv ist. Und Donnerwelle kann. Oh, Donnerwellen Gyarados. Oh, nervig, ekelhaft. Wird das etwa wieder ein Sweep werden? Wird das ein Sweep werden? Hashtag sweeptastisch. Was mag jetzt reinkommen? Also dieser Freeze ist ziemlich mies. Aber ich glaube nicht, dass er mit einem Schlag ein Flugwasser-Pokémon hätte ausnehmen können, da alle seine Attacken neutral auf uns sind. Talon? Tauboss wahrscheinlich, ja, ja. Okay, und wir sind auf jeden Fall schneller und dieser Eiszahn wird killen. Ist mir egal. Denn dieses Gyarados ist auf plus 2. Ist mir egal. Mir egal, das ist Eiszahn. Dann bist du dran. Und das war's mit Talon. Jetzt bin ich echt gespannt, was du uns dazwischen schmeißen willst. Brutalanda wird gecountert. Gyarados wird gecountert. Alles, was du machen kannst, ist genau das Ding rausschicken. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Überlebt es ein plus 2 Kaskade Stab? Und das ist tatsächlich dein Mega. Wow, okay.
Ich hätte ja Mega Sceptile vermutet, aber okay. Lindwurm! Lindwurm comes through with a Cascade und das macht knapp die Hälfte. Hat leider nicht geflincht. Und Hammerarm macht gar nichts, denn das ist resisted, mein lieber Freund. Kampfattacken machen gegen ein physisch-defensives Gyarados leider gar nichts. Und das war sogar ohne Bedrohung. Guckt euch den Scheiß an. So. Und das, meine Freunde, wird ein fucking Gyarados-Sweep. Ich liebe Gyarados jetzt schon. Ich liebe Gyarados. Oh. Gyarados ist so toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gyarados ist übrigens eines meiner Lieblings-Pokémon. Schon seit der ersten Gen und in Gen 2 war es das sogar mal. Bis es irgendwann durch Zoroark abgelöst wurde und Glurak natürlich. Die beide liefern sich halt so Kopf an Kopf rennen. So. Und ja. Alles, was er jetzt eigentlich noch machen kann, ist zuschauen, wie seine Pokémon zugrunde gehen. Denn das war's mit Gewaldro. Und da ist mein Gyarados wieder voll. Und vergesst nicht, das ist ein defensives Gyarados. Nicht ein offensives. Und es sweept. Es sweept. Okay, das ist ein Glurak. Ich verstehe nicht, warum man Glurak spielt, wenn nicht mit Mega. Denn ohne Mega ist dieses Glurak ziemlich schnell tot. Und das wird es niemals überleben. Und das war's mit Glurak und es wird tatsächlich ein fucking Gyarados-Sweep werden. Ein Lead-Sweep. Ein Lead-Sweep. Ich musste nicht mal wechseln. Im letzten Part musste ich von Forstelka auf Brutalanda. Oh, Bedroher. Aber wir sind immer noch plus 1 und Eiszahn ist vierfach effektiv. Und das war's. Das war ein sauberer Gyarados Sweep und ich würde einfach mal sagen, du hast gar nichts für Gyarados in der Hinterhand gehabt. Ein Lead Sweep. Unglaublich, Jan. Oh, Leute, ihr seht also, es ist scheißegal, was für Pokémon ihr bringt, solange ihr nicht absolut den Counter für euer gegnerisches Pokémon dabei habt, werdet ihr nichts reißen. Genau dasselbe war mit Groudon, was mein ganzes Team da damals zerstört hat, als ich mit Pikachu gegen das angetreten bin und so. Der Typ war schlecht, aber ich hatte einfach keinen fucking Counter. Und so war das heute. Ich bin zwar nicht der absolut Schlechteste, aber Jan hatte gar nichts für mein Gyarados. Und ich glaube, dieser Kampf war tatsächlich noch schneller als der gegen Rangiku. Oh shit, Alter. Ja, ihr habt Stall Battles von mir bekommen mit Anubis. Jetzt bekommt ihr heftige Sweeps von Mega Gyarados, von Gyarados und Mega Brutalanda. Ne? So kann's gehen. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Klickt den Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Sobald wir 50 Parts erreicht haben, ich werde jetzt gucken, wir haben ja in den letzten Wochen viele, viele neue Abonnenten begrüßen dürfen, die hoffentlich auch die Pokémon-Videos gucken. Und die werden auf jeden Fall auch hier ein bisschen dabei sein und aktiv sein. Und wenn unsere Community so weit gewachsen ist, dass wir tatsächlich 50 fucking Likes auf jedes Pokémon-Video bekommen, dann sehe ich keinen Grund, warum ich das Projekt noch von euch enthalten soll. Ne? Dann wird's ab sofort rausgehauen. Ich werde jetzt diese Parts in dieser Session beobachten, wie so die Daumen sind und so. Und wenn es tatsächlich genügend sind, Leute, dann macht ihr mich erstens fucking stolz, dass wir in so kurzer Zeit so eine krasse Community geworden sind. Und zweitens freue ich mich absolut krass, dieses Projekt zu veröffentlichen. So. Jan schickt mir gerade noch ein GG. Auf jeden Fall, gutes Spiel, Jan. Du hattest einfach massiv Pech und nichts für dieses Gyarados. Nichts. Es hat deine Familie gegessen. Und ja, das war's mit Sephiroth Plateau und Pokémon Wi-Fi kämpfen mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.